Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Shin Megami Tensei. Bevor wir jetzt hier großartig was machen, will ich erstmal in die Welt des Schatten und gucken, ob ich mit den 100 Glorie irgendwas anfangen kann. Apothese Wunder. Ist da irgendeine nützliche Fähigkeit, die ich mir gerade holen kann? Ich könnte mir den Elektromeister holen. Das kostet mich nur 50 tatsächlich. Ach komm. Ich hole mir auf jeden Fall einmal den Elektromeister. Und ich habe eine neue Essenz. Ach so, ich habe keine Ahnung, wann ich vom Nager die Essenz bekommen habe. Doch, restliche Glorie hebe ich mir auf, weil in der Nähe ja hier eine Abszesse ist von der Karte her und wir dann neue Fähigkeiten erhalten. Eine Hochpixie? Hallo? Ich will natürlich eigentlich das ganze Feendorf hier erkunden, weil das richtig groß ist, ne? Bin hier oben drauf gekommen. Da ist eine Kiste. Da dran kommen könnte aber schwer sein. Ach, von oben muss man da irgendwie dran. Hoffentlich lohnt sich das auch. Schwarzer Schleimessenz. Ich weiß jetzt nicht, ob das so praktisch war. Also, ob sich es gelohnt hat. Ich würde am liebsten jetzt erstmal direkt die Abszesse bekämpfen, ne? Wenn ich ehrlich bin. Oh, Lebensstein. Mädel. Gib mir noch mal was Nützliches. Da hinten fängt wieder der Krieg an. Der kann noch kurz warten. Hier vorne ist ein komisches Gebiet. Da ist auf jeden Fall was. Sag ich doch. Wenn auf der Karte es so aussieht, als wäre der nichts, dann ist da meistens ein Miemann. Ich weiß übrigens nicht, warum ich manchmal Miemanns mit Mitama verwechsel. Bitte nicht mehr Flame. Falls ihr es getan habt. Ich habe schon, ausgeblendet mittlerweile. Oh. Du bist auf jeden Fall ein richtig geiles Viech, was ich haben will. Ich will da hinten gar nicht ins Eck, ne? Weil ich genau weiß, da sind 10.000 Leute, mit denen ich reden muss. König Oberon heißt der. Ich weiß, ihr könnt nicht so schnell lesen. Zur Not immer einfach Bild anhalten. Wenn etwas zu schnell geht. Weil bei diesen Standard-NPCs, da gehe ich nur flüchtig über den Text, den sie mir labern. Okay. Ich will eigentlich da oben drauf, glaube ich. Ich sehe auf der Karte, dass da oben ein Mitama ist. Ein roter. Also entweder ein Grimoire oder ein Evangelium. Beides Zeug, das ich eigentlich nicht gebrauchen kann. Die Viecher sind teilweise über meinem Level, weil ich sie über Fusionen erhalte. Und über den Stein, da komme ich an die Kiste dran. Sofern ich mich nicht dösig anstelle. Ein Feuerjuwel. Okay, das hole ich mir irgendwann. Ich sollte über die eine Seite an dem Mitama drankommen. Obwohl, jetzt nicht mehr, der flieht gerade. Der hat mich so flüchtig gesehen. Hallo? Hier sind hauptsächlich die Schüler, ne? Die sich natürlich wundern, ob es den anderen gut geht. So, noch eine Fee. Hier vorne in dem Gebiet irgendwas? Ach ne, hier war ja schon ein Miemann. Unwahrscheinlich, dass hier nochmal was hängt, ne? Eine gute Frage, warum die so viele von euch entführt haben. Würde mich jetzt auch so wundern, wenn ich auf einmal von Dämonen entführt werde. Hallo? Ich wollte schon sagen, warum kann ich mit dir nicht reden?
Ein Mitschüler wollte sie retten und der ist dabei gestorben, nehme ich mal an. Ach, du bist der König? Einen Moment. Das ist Oberon, König der Feen. Ganz spezielle Monster, die man wahrscheinlich nicht erhalten kann. Oh. Was sollen wir tun? Drei goldene Äpfel. Oh, hi, Jacko Latern. Okay, jetzt muss ich in den Wald da unten. Hab hier halt die neue Hauptquest. Ich will mit dem... der reden. Danke. Du bist wer? Oh, goldene Äpfel. Damit bewahrt man seine Jugend. Ach stimmt, hier von... Herkules. Oder wie er eigentlich heißt, Herakles. Da gab es ja auch diese goldenen Äpfel. Ich soll mir die Sorgen von jemandem da hinten anhören. Da hinten ist auf jeden Fall halt wieder eine Nebenquest. Ich würde mich erstmal aufs Hauptspiel konzentrieren, weil ich muss sowieso nochmal hierhin zurück. Ja, hier unten liegt jetzt das Feuerjuwel. Was mir nichts nützt. Da ich eh schon die Juwelen voll habe über die eine Troller. Oh, Jacko Latern kann auch für mich hier die Sachen aufdecken. Vielleicht bringt er mir sogar mehr. Nee, der bringt mir vom Prinzip genau dasselbe Zeug wie die Troller. Toll. Also habe ich eigentlich nur die Troller gegen was nützlich ist, beziehungsweise dämliches eingetauscht. Die bringt mir, der bringt mir legit den gleichen Scheiß, der mir nichts bringt. Den du nicht kaufen kannst, nix. Nekomatas. Haben wir noch nie bekämpft, tatsächlich. Hauch der Magie. Was ist Hauch der Magie? Das hatte ich noch nie. Glaube ich. Oh, das erhöht meine Magie. Danke. Vitalität. Du hast wenig Leben. Du brauchst das. Ja, komm, damit ihr mal einen Kampf gegen die Troller sieht. Ich gehe auch extra auf die normalen Angriffe, damit ihr auch mal zum Zug kommt. So, einmal Sturmlied, das mittlerweile plus 6 hat. Überhaupt nicht hier übertrieben strong jetzt. So, dann kann ich hier in der nächsten Runde einfach insta finishen. Guck die Kratzen. So, jetzt kann ich sie finishen. Einmal Megiddo sollte reichen. Ne, tatsächlich hat die Linke überlebt. Lustig. Jetzt ist sie tot. Und ich habe direkt die Essenz von der bekommen, die ich absolut nicht gebrauchen kann. Mal wieder. Ich weiß, das Viech, was ich besuchen soll, das ist da unten. Aber hier ist das Vieh, was ich bekämpfen will. Das hat jetzt erstmal Vorrang. Damit die Karte auch aufgedeckt ist. Und so unter anderem... Ach, wo hockt das Viech denn genau? Oh, scheiße, so viele Ritter. Ja, einmal drumherum, ne? Wir machen erst die Abszesse. Die ist wichtiger. So, ein bisschen Geld. Da kam halt gleich die Miran hinten, ne?
Hier ist doch auch 100 Pro irgendwo ein Mii-Mann. Hauch der Stärke. Ein Stärke-Upgrade für mich. Und ein Mii-Mann. Wie ich es vorausgesagt habe. Hat hier einer gegammelt. Den Hauch der Stärke gebe ich mir mal sofort. Heißt halt ein Stärke-Upgrade. Warum sollte ich da Nein sagen? Ich habe jetzt sogar 90, das heißt, ich kann wieder was abgeben. Und ich habe bisher 10 Mii-Manns noch nicht gefunden. Ich glaube halt einfach, dass in jedem Gebiet genau 50 Mii-Manns sind. Das heißt, wir haben 2 Gebiete noch vor uns. Nach dem hier. Darüber wandere ich gleich zurück. Ich will jetzt erstmal die Abszesse verprügeln. Ich muss mich auch so umschauen, ob irgendwo so Dämonenstatuen sind, weil die extrem viel XP geben und auch recht selten sind. Was? Hier in dem Eck ist nix? Betrug. Hallo Baphomet. Danke, dass du mich durchlässt. Oh, hier komme ich gar nicht zu der Abszesse, oder wie? Ich dachte, ich komme hier zur Abszesse. Schade, aber hier ist eine Dämonenstatue. Heißt mal eben kurz Level-Ups. Und zwar richtig viele. Eine Heilperle. Der hat Lebenshilfe gelernt. Ah, das ist jetzt nicht so nützlich. Vor allen Dingen, weil ich das auch selber machen kann. Über die Perlen und so. Eine Lamia-Essenz. Ich hätte viel lieber von Tofti-Essenz. So, ich habe bei ihm solche gelernt. Der kann damit Gift auslösen. Ist jetzt aber nicht so praktisch gerade. Und eine Abwehrglocke. Den Donnervogel habe ich mir auch mal nebenbei gemacht. Nein, danke. Oh, ein neuer Skill. Was macht der? Das klingt mega stark. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich nehme Diorama weg, weil mit Schale der Hygia macht Media halt sehr viel HP wieder da. Ja, und er hat mir halt eine Essenz gegeben, die ich halt leider Gottes schon habe. So, und jetzt können wir über die Brücke zurückwandern. Ich dachte, ich käme halt hier zur Abszesse. Habe ich mich leider geirrt. Oder? Nee, doch, ich komme hier rüber zur Abszesse. Ich habe nur den falschen Weg genommen. Mein Fehler. Und da komme ich auch noch irgendwo hin. Oh, einfach nur Chiron-Nups, die nach mir ballern. Das ist aber nicht viel aufgeboten. Und wir kämpfen gegen Toff. Warte mal. Ich müsste doch eigentlich wissen, was der kann. Ein Moment. Gegen was hast du eine Schwäche? Ich muss nicht mal hier einen Fernrohr benutzen. Finsternis. Sie hat gut Finsternisfähigkeiten. Die Seejungfrau tauscht mal eben kurz gegen Baphomet aus. So, Mamudo. Ist das schön, wenn man den Gegner einfach vorher schon hat. So, und dich muss ich austauschen gegen jemanden, der gut Finsternisfähigkeiten hat. Haben wir keinen, also nehmen wir den Healer. Ist auch nützlich im Team. Vor allen Dingen, sie kann ja machen, dass Magie reflektiert wird. Und der benutzt ja nur Magie. Ja, ich gehe mal bei dir auf Aramasa jetzt. Bei Allmacht wird bei dir überhaupt keinen Schaden machen. So.
Und dann mache ich mal Makarakam. Dass ich ein Reflexionsschild habe. Weiß ich, geht der jetzt komplett nur eine Runde? Och, scheiße, der heilt sich. Allmacht kann nicht reflektiert werden, okay. Ich dachte, man könnte das reflektieren. Ja, dann gehe ich auf Schale der Hygia und heal mich halt. Ich mache jetzt extra einmal weitergeben, damit ich noch heilen kann. So, Baphomet, Mudon! Und du, heil mal alle hoch. Da die heilt halt so schon extrem gut. Da brauche ich nicht so einen Einzelheal. Warum klatschst du mir nur eine? Junge, du weißt, dass du tot bist. Ja, der ist jetzt RIP. So. Ich hoffe, die... Ich weiß schon wieder nicht, was das ist. Die Fähigkeiten, die ich kriege, wollte ich sagen, dass die sich lohnen. Ich hätte gern mehr Glück, damit ich mehr Crits mache. Die restlichen Werte sind gerade recht gut. Transzendenz, Kampfbereitschaft, herzliche Behandlung, gesundes Wachstum. Könnte eventuell alles nützlich sein vom Namen her, aber ich weiß halt nicht, was es bringt. Da ist halt eine Nebenquest. Und da kann ich halt über Brücke. Ich gucke jetzt erstmal hier rechts. Da sind Basilisken. An dem wollen wir vorbei. Falls wir dürfen. Ich habe es vorbei geschafft. Ich bin Gott. Und hier ist ein Riesengebiet. Das heißt, ich drehe wieder um. Weil ich will jetzt nicht hier die restlichen paar Minuten damit verschwenden, hier in ein Gebiet zu kommen, wo ich eine halbe Stunde nochmal für bräuchte. Irgendwie schaffe ich es auch immer und immer wieder, dass wir mit der Story fast gar nicht vorankommen, ne? Nur weil ich so viel erkunde. Und dabei schneide ich schon so viel raus. Ja, Nikomatas, die können wir ignorieren. Oben auf der Brücke ist hundertprozentig ein Miemann. Unter aber gar keiner. Lilims, die haben wir, glaube ich, schon mal bekämpft. Bei so einer Abzesse. Wenn nicht, tut es mir leid, aber wäre jetzt auch nicht schlimm, weil wir haben sie mehr als genüge im eigenen Team schon gesehen. Was sie kann. So. Und ab auf die Brücke. Dafür sind wir ja hier oben. Aber vorher... Das ist noch viel verlockender. Den habe ich von unten gar nicht gesehen. Glorie. Ja. Und hier ist auch nochmal Geld. Ein zerfledderter Manga. Wie können die nur? Ja, das ist da unten. Da will ich jetzt nicht hin. Ich will wieder hier auf die Brücke. Ich sehe jetzt nicht, dass hier hinter dem Wagen irgendwas ist, aber ich würde versuchen, irgendwie auf den Wagen drauf zu kommen. Ja, hier über den Stein sollte es gehen. Kann ich nämlich beides observieren. Boah, was seid ihr denn für Viecher? Ach, diese komischen Wassermonster. Okay, da scheint nichts zu sein. Ich komme hier auf dem Wagen gut drauf. Vor allem kann ich so auch den Kampf vermeiden. Den ich jetzt nicht unnötig führen will. Hier war kein Miemann. Dann ist er da hinten. Spiel, ich glaube dir nicht, dass hier kein Miemann ist. Den Joke kannst du sonst wem erzählen.
Nein, da wartet doch noch irgendwas auf mich. Wie gesagt, als ob hier kein Miemann ist. Ich könnte da eventuell, falls es geht, in das Gebäude rein. Da könnte noch einer sein. Aber laut Karte ist das kein Gebiet mehr. Nee. Hä? Als ob hier kein Miemann ist. 90 Miemanns. Kishin-Talisman. Ich gebe dir jetzt auch mal das ganze Zeug, was ich habe, weil ich nicht dadurch echt viel Geld. Apothese, Wunder lernen, Transzendenz. Ah, dann kann ich auch diese speziellen Fähigkeiten lernen, wie zum Beispiel Sturmlied. Wenn ich das richtig sehe. Okay, das ist geil. Das ist auch eine nice Fähigkeit. Herzliche Behandlung. Ja, das wäre halt auch richtig nice. Also ein gesundes Wachstum. Ich würde tatsächlich gerne erstmal Transzendenz holen. Weil die restlichen Teile, die brauche ich noch nicht. Die würde ich über diese kleinen Chlorienkristalle holen. So, ich will mal gucken, hat sich dieser schwarze Schleim überhaupt gelohnt? Nö. Alles Rotze. Warte mal. Jetzt will ich das aber mal kurz prüfen. Habe ich irgendwo beispielsweise ich will irgendwen hier, der eine rassspezifische Fähigkeit hat. Hier, Seejungfrau, kann ich das Sturmlied jetzt lernen, beispielsweise? Nein. Wofür habe ich das denn jetzt gemacht? Okay, dann muss mir erklärt werden, wofür ich das jetzt getan habe. Okay, ich würde mal sagen, das war's dann mit dem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!